Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach MLS 19 am Mittwochmittag. Einen wunderschönen. Ich habe jetzt schon mal den Anhänger voll gefüllt hier mit Weizen und das Thema hier gerade irgendwo das den Abladepunkt für den S7-Master zu finden. Aber ich glaube, der ist hier vorne. Ja, stimmt, auf der Gemeinde da haben wir ja den wunderschönen Teil auch. Und ich hoffe, da war jetzt kein Baum. Nee, gut. Warte mal, vielleicht. Ja, jetzt halt. Passt. Wunderbar. Dann haben wir da die ersten paar Lieder an Weizen rein. Aber, stopp. Wir brauchen noch eine Palette. Ich hab's vergessen, man kennt mich. Was brauchen wir denn da nochmal? Pflanzenschutz. Statt Pflanzenschutz. Pflanzenschutzmitteltank. So, zack, zack, zack. Ich glaube, einer müsste eigentlich reichen. Aber wir holen dann noch ein paar Anhänger voll Weizen. Oder nee, warte mal, vorher holen wir den Tank. Weil dann kann er nämlich schon mal produzieren. So, der Tucano muss entladen werden, der ist aber wahrscheinlich immer einfach fertig geworden. Jetzt hatten wir schon das ein oder andere Mal gesehen, dass er sagt, ja, ich brauche hier entleeren, obwohl er eigentlich das Ende vom Feld erreicht hat. So, fahren jetzt ganz kurz zum Händler schnell und ich hole den Tank rüber und dann gucken wir kurz zum Tucano hoch, was der für Probleme hat. So, können wir nochmal rückwärts, um hier schön gerade rankommen. Nur ein bisschen hoch. Das so, so. Jo. Zack. Wieso ist das halt jetzt so schwer? Kann man immer jemand sagen? Also. Ja, gut, ne? Wir werden es schaffen, also wir kommen runter, würde ich mal sagen. Wir sind zwar ein bisschen in der Luft, aber es ging gut. Aber wieso das jetzt? Ja, ist jetzt so schwer ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Wir sind auch 2000 Liter drin, aber normalerweise ist ja das vergleichbar mit jetzt so einem Big. Oh Gott, wo habe ich denn jetzt bitte hier hängen können? Weißt du, da vorne beim Händler? Ist zwar voll die Bodenwelle drin, weil da das Tor hin und her rutscht, aber da konnte ich ohne Probleme drüber fahren. Und hier in der Ebene kann ich nicht. Gut. Haben wir das auch geklärt? Ein bisschen runterlassen. So, ja, so geht's wieder. Ich muss einfach gucken, dass ich nicht zu schnell fahre. So. Weil in meinem Zimmer hier ist schon wieder unglaublich warm. Okay, es hat draußen auch 27, 28 Grad bei mir momentan wieder, also es ist schon wieder ein bisschen wärmer als wie vorher. So, nur hier muss das doch rein, oder? Hallo? Ich würde das gerne hier reinpacken. Kann ich das machen? Oder hier vorne? Ah, es geht rein. Ich höre zwar kein Geräusch, aber es geht drin. Wunderbar. Wie viel jetzt ist jetzt da drin? 2000 Liter. Und das sind. So. Da haben wir ihn. Pflanzen ist voll. Okay, gut. Und da passt auf jeden Fall noch mehr rein. Gut, aber wir gucken jetzt kurz zum Tucano. Haben wir ja gesagt, hier ist es laut. So. Wunderbar. So, da bringen wir da den letzten 8500 Liter, sag ich jetzt immer mal, Weizen runter. So, und da können wir eigentlich gleich gucken, auf welches Feld. Auf welches Feld es denn danach geht. 83%, das passt. Ich würde sagen, wir machen die, was am teuersten sind, oder warte, wir gucken nach Feld. Welches Feld könnten in der Nähe sein? Oder wir gucken mal Silber. Hier ist die 133, die 144, 144. 144 haben wir was.
Distrikt hier ist in der Nähe. Die anderen sind 88. Wo ist die? Die wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, oder? 85, 86, 87, da, die hier, ja, okay, die ist weiter weg. 145. Die, okay, die zwei Felder kann man schnell easy machen, die sind in der Nähe. Das heißt, das und das. Die 146 ist auch hier. Okay, die drei Felder sind richtig in der Nähe, das heißt, die, die und die können wir easy machen. Feld 13 und Feld 88 sind dann wahrscheinlich we weiter weg. Also Feld 88 ist ja hier und Feld 13 ist hier. Ja, dann müssen wir ein bisschen weiter fahren. Okay, das heißt, wir machen die drei hier. Das ist dann schon eine ganz gute Summe. Okay, irgendwie ein paar tausend Liter müssen wir nochmal eins hinterfahren. Gut. Ich glaube, da brauche ich auch keinen Schneidwerkswagen mitnehmen, weil das ist relativ in der Nähe, die anderen Felder. Wir müssen hier nicht über Straße fahren. Und ja, hier habe ich halt einen wunderbaren Punkt. Aber ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Ja, hier sind wir richtig. Zu 144 müssen wir. Ich glaube doch, die sind in der Außensicht. Müsste sie irgendwo sich an den Baum hängen. Die 144 ist hier vorne. Ja. Kommen wir nicht durch, schade. Das heißt, wir kürzen da ab. Das müsste normalerweise gehen, oder? Doch, das geht. Hier hätten wir eigentlich auch einen Platz gehabt zum Hinstellen, aber gut. So, hier ist die 144. Das passt doch. Anschmeißen das Teil und drin. Wir geben dann wieder Allrad. So, das heißt Kursgenerierung. Die Feldnummer 144. Vorgewende zweimal. Passt. Wunderbar, dann wünsche ich dir viel Spaß. Dreschen unterstrich. Unter 33 was, ne? Ne, 144. Warte. Passt. Oder wie habe ich es nicht bei den anderen Kurse alle gemacht? Doch, ich habe schon mit teilweise ohne, teilweise mit gut. So, die kleine Karte können wir wieder wegmachen. Der läuft. Dann müssen wir dann nochmal düngen. Da. Den Kollegen brauche ich jetzt. So, weil das wird jetzt nämlich abtransportiert. Und zwar, ich habe es, wo muss das nochmal hin? Kann mir dann nochmal schnell jemand sagen? Das war die 133. Oh, da ist sie. Lagerhalle. Die war doch da. Ja, okay, das ist eigentlich fast der gleiche Weg, von dem wir eigentlich gekommen sind. Das dürfte man eigentlich na, locker schaffen. Mal ein bisschen Speed aufbauen, dass ich hier hochkomme. Also mal wieder das Thema. Schon gut 12 Uhr mittags. Wieso glaube ich auch die Zeit, um was die Folge online kommt. Das heißt, das passt eigentlich relativ gut. So. Lass mir mal ganz kurz die. Ach, warte mal. Kennen wir die nicht? Die Lagerhalle? Kennen wir die nicht? Doch, die kennen wir. Genau, das war nämlich die Wunde, das wunderschöne Teil. Ja. Ich werde das ganz einfach und ohne Probleme machen. Und zwar würde ich einfach den hier machen. Zack. Ich fahre nämlich da einfach so rein. Ist zwar ein bisschen eng hier, aber dürfte man eigentlich hinkriegen. So. Schon wieder ja. Darf eigentlich keine Hektik haben, muss ich schön. Wächst auch nicht so viel Gras wie es eigentlich sollte, aber gut. Also.
natürlich die Einkaufen halt bei uns bischt, ne? So. Ja. Und natürlich auch gucken, wo die Abladestelle ist. Nicht, dass ich hier denke, ja, ich habe wunderschön reingeschoben. Und dann stehen wir so, dass es nicht so passt ganz. So. Ja. Kriegen wir nicht mal bald. Ah! Wir sind bei der Lagerhalle, wie immer. Geld kommt keins rein, das ist wunderbar in dem Fall. Den, ja, okay, kommt die 600, die ist eigentlich wurscht. So, der Rest, was aber in dem anderen noch drin ist, die werde ich, das heißt, die werde ich mal kurz zum Hof fahren und dann leeren. So. Aber es sind, glaube ich, doch zwei, die könnte ich eigentlich gleich in Siebenmarsch reinhauen, ne? Müsste ja eigentlich vorbeikommen. Hm, da wird Sound, nee, ist doch kein Sound, wirklich gut. Wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und zack, first try und ist er dran. Liegt natürlich daran, dass ich in echt auch ein bisschen Übung habe und ich, wie gesagt, auch mit Lenkrad fahre. Das heißt, da ist eigentlich nicht viel um. So, okay, 1000 Liter. Aber wohlgemerkt, es sind 1000 Liter, die wo man dann später vielleicht als Saatgut wieder bekommen. Das heißt, und das sind 1000 Liter, die wo wir einfach kriegen, wofür wir auch nochmal 3000 Euro kriegen. Also, ich würde es in echt auf jeden Fall gerne annehmen. Also die 3000 Euro und die 1100 Liter Weizen hier. Soll ich mir natürlich nur den Hänger, hinteren Hänger auswählen. Und wir sind natürlich falsch rangefahren, weil. Wir sind zu weit weg. Wunderbar, ist es nicht. Okay, jetzt heißt konzentrieren, weil ich fahre jetzt gerade mit zwei Drehschirmen rückwärts. Ist in echt so gut wie unmöglich. Also ich habe auf jeden Fall noch niemanden gesehen, der Bus kann. So, jetzt sind sie relativ gerade, ich muss eigentlich nur lang, ganz, ganz langsam rückwärts fahren. Ja, ja. Es ist noch im angenehmen Bereich. Ich muss jetzt hier richtig hochfahren. Ruhig. Oh. Kann das abladen. Jo. Wunderbar. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Indem ich rückwärts fahre, ne? Ja. Wahrscheinlich die einfachste. Nicht so schnell. Einfachste und wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, dass ich hier wieder irgendwie runterkomme. So, mal hier ein bisschen hochfahren. So, aber auch nur ein bisschen, weil wir können jetzt, wie ich einlenken, hier wunderbar drehen. Und da ist es auch schon geschafft. Plane wieder drauf. Und dann heißt es rüber zu unserem Feld, wo wir hier benötigt werden. Ach man, Kollege. Warum machen Sie denn sowas? So. Mann, wir hatten schon richtig gut Schwung drauf. Ich dachte, wir kommen rum. Aber der letzte Anhänger, oder der erste hier, keine, weiß nicht genau welcher. Ich hab's jetzt eigentlich im Rückspiel sehen können, aber habe nicht reingeguckt. Da sind wir tatsächlich leicht an der Kabine hängen geblieben und der LKW-Fahrer hat natürlich auch nicht gehalten. Das heißt, da haut es uns ein bisschen weg, ne? Gut. Kann man jetzt auch nichts machen, ist schon passiert, wie es ist. So, ich werde jetzt wieder hier fahren. Ich weiß nicht, ist es schneller? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich schneller. Weil normalerweise müssen wir jetzt eigentlich gerade ausfahren und dann nochmal eine gute Strecke links hoch. Und hier müssen wir eigentlich nur kurz links hoch und dann können wir eigentlich die ganze Strecke lang runterbrettern. Ja, Kollege, ich weiß, du bist voll. Wir sind schon auf dem Weg. Wir fahren hier mit 53 den Berg runter. Ich
Wir kommen gleich, um dich abzufahren. Holprig, holprig, holprig hier. Ich kann hier gerade ausfahren, da komme ich hier leicht durch. Bin nicht so breit. Das heißt, ja, ich kann hier gerade hochfahren. Hier ist der extreme Feldweg. Ah, da steht er ja auch schon. Moin, so Kollege, ich bin auch wieder da. So, das heißt, wir machen mal das ganze Zeug da hinten auf. So. Fritzi, ich spieß, dein Abfahrer. So. Ach komm, ich fahre hier immer falsch hin. Kann doch nicht sein. Stopp. Oh, ja. Am Bremse angezogen, wir warten mal kurz, bis er voll ist. Bis er leer ist, so. Dauert ja nur einen Moment. Und in der Zwischenzeit können wir einfach mal kurz gucken, was ich schon die ganze Zeit mal gucken wollte. Die Schweine hin. Ja, geht noch. So geht's ihnen eigentlich relativ gut. Wie sieht's in unseren Feldern? Okay, es ist gut überall und gerade drauf. Verkaufte 77? Die war doch schon reif. Oh nein. Kann auch Unkraut kommen. Oh, die braucht Kalken. Aber müssen die vorher mähen, ne? Ja. Müssen wir machen, ne? Und pflügen brauchen sie danach. Aber ich brauche die jetzt nicht pflügen, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Weil wenn da jetzt Mais drauf ist und ich hätte sie jetzt vorher gepflügt, dann müsste ich sie nachdem der Mais drauf war wieder pflügen. Und das ist zweimal pflügen und das ist einmal umsonst. Da können wir uns dann einen Arbeitsschritt einfach sparen. So, passt. War vielleicht zwar ungünstig an der Schräge anzuhalten. Aber gut. So, der macht das. Also es sind schon relativ schräge Felder hier, ne? Eieieiei. So. Der Kollege arbeitet eigentlich. Hier wollen wir hin. Und zwar wollen wir nämlich hier nochmal einmal drüber düngen. Ich weiß gar nicht, die anderen Felder. Haben wir eigentlich schon über alle zweimal dann. Ja, normalerweise schon. Zack, den hauen wir an. Wieso jetzt hier so ein Stück für nicht gedüngt wurde, das weiß ich auch nicht. So. Und ich werde es tatsächlich so machen, ich werde die Mission so lange angenommen lassen, bis ich fahre hier nochmal kurz zurück, bis alle Missionen abgeschlossen sind, weil dann gibt es nämlich einen großen Geldbatzen, den wir dann kriegen schlussendlich. Und da freue ich mich tatsächlich schon mehr drauf, als wie jedes Mal das kleine, so ein kleines Sümmchen, weil dann sehen wir zum Schluss, was wir denn genau dadurch eingenommen haben auf einem großen Haufen. Und ja, das werde ich zu machen. Ja, das können wir so annehmen, das passt so. Dann gucken wir mal ganz kurz auf unsere Felder, wie es denn ja da aussieht mit den Düngestufen. Warte mal, das machen wir aus. So. Und gerade machen wir auch aus. Vollständig. Passt. Das heißt, wir füllen den jetzt dann wieder komplett auf mit Dünger, weil da sind bloß noch 333 Liter drinnen. Die würden zwar noch ein Stückchen reichen, aber dann muss ich bei der nächsten Feldbestellung nicht wieder extra rumtun. Das heißt, wir füllen das jetzt auf und dann sind wir für das nächste Mal schon vorbereitet. So, Deckel auf. Und Start. So. Wir brauchen jetzt den Kollegen hier, weil jetzt geht's ans Felderspritzen. So. Oh, also das war der Dünger. Ja, schon, hast du Hunger? Kann ich dich füttern? Ich kann dich füttern. Ich weiß nicht, wieso es am Mattentag nicht funktioniert hat. Keine Ahnung. Das sind eine Mann, die Sachen, die wo ich auch nicht verstehe, aber die wo einfach dann so sind und die muss man so hinnehmen. Aber wir können ihn heute füttern. Und Leute, wir haben einen neuen Rekord gebrochen. Das ist bisher das jetzt längste Projekt. Wir sind gleich bei 6. Das ist die 57. Folge. 57. Wenn ich vorher ein bisschen, wenn man die Folge nicht so verstanden hat.
Ja, und es ist eigentlich bis jetzt kein Projekt so lange gelaufen, bevor nicht irgendwas passiert ist. Entweder bei der Geißelberg LS ist kaputt gegangen, bei in der Keife ist die Hinterkaife kaputt gegangen. Und ansonsten gab es noch ein Projekt. Durch die Gemeinde Radl läuft weiter, keine Sorge. Das neue Projekt ist auch in Planung, da braucht ihr euch auch nicht den Kopf zerbrechen. Ansonsten war, glaube ich, diesmal Stappenbach in der Keife-Gemeinde Radl, Geißelberg. Und dann noch das neu kommende Projekt. Ich glaube, dann sind es alle gewesen. Und ja, das ist gut. Das passt so. Ja, genau, also die letzte, ich glaube, Hinterkaifeck war die mit den meisten Folgen mit 53 oder irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, wir haben hier schon unter Anführungszeichen Rekord schon ein bisschen früher geknackt. Aber mir ist tatsächlich jetzt gerade einfach eingefallen, das in der Folge zu erwähnen. Mir ist natürlich im Videoschnitt oder da mein Video hochladen natürlich schon aufgefallen, aber da kann ich es euch schlecht irgendwie mitteilen. Oh, das ging sogar. Da geht's auch nicht mehr. So. Das heißt, noch ein bisschen zurück. Und wieder rum. Oh, es ging sich aus. Jetzt aber schnell, schnell rum. In die andere Richtung lenken. So. Und ja, da wollte ich mich einfach für den ganzen Support der letzten Zeit einmal mal wirklich bedanken. Und mir macht das Projekt auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Das heißt, gerne so weitermachen wie bisher. Und dann klappt das alles wunderbar. Wieso der Tempomat gerade auf 1 km/h eingestellt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ist mir gerade aufgefallen, aber gut. Das sind auch so, wie sagen, ich hinterfrage es einfach besser nicht. So. Dann spritzen wir hier auch nochmal drüber. Spritzen ist eigentlich so eine Arbeit, wo ich eigentlich. Also das Pflanzenschutzmittel spritzen, falls jetzt irgendwie wieder jemand was anderes denken würde in eine andere Richtung. Mache ich tatsächlich selber sehr gerne, muss ich sagen, weil wir haben eine 38 Meter Düngemittelspritze oder Düngerspritze. Düngerspritze oder Spritze? Was sagt man denn dazu? Ich glaube, warte, wir können eigentlich ganz kurz einmal mal nachgucken. Wir können uns auf jeden Fall sicher sein. Ich glaube, im LS wird es als Düngel Pflanzenschutz. Okay, da steht einfach nur Pflanzenschutz. Aber Düngerspritzen. Okay. Gut. Ist ja gut zur Spritze. Kann jeder so sagen, wie er will. Oh, der verwendet auch schon 5,6 Stunden drauf. Hat man ihn so oft verwendet? Ja, okay, fürs Häckseln ist er verwendet worden. Aber ansonsten, ja okay, fürs Ansehen und fürs Spritzen wird er verwendet, aber haben wir da schon, ja gut, ne? Einfach so, beim Steier wundert es mich eigentlich ein bisschen, dass der so wenig drauf hat, weil er wird als Abfahrer, ich komme hier wieder nicht rum, ne? Nope. Er wird als Abfahrer eingesetzt. Und als, ja okay, beim Wiesenmähen und so weiter. Also mein auch schon relativ oft gemacht. Na gut. Ja, da gab es wieder das Problem, dass ein Streifen wieder stehen bleibt, ne? Ja, genau. So. Ich drehen hier. Was ist drehen? Aber kurz in den Halbkreis gefahren, so. Den Weg natürlich auch wieder mitspritzen, ist natürlich klar. Ich kann hier eigentlich Tempomat reinhauen. Nee, warte. Ich muss vorher den Tempomat hochhauen. So, jetzt Tempomat. Innenansicht. Und ab geht's. Aber ich habe hier auch in der Innenansicht einen Überblick. Wunderbar. Da können wir hier so easy, schön, angenehm mit längs fahren. Ja, wenn wir so fahren, passt's. Das Feld verändert sich eigentlich nicht krass. Ach ja, das ist schön. So.
heißt, wir haben jetzt hier dann noch eine Bahn runter. Und dann haben wir das auch fertig gespritzt hier. Perfekt. Ja, ich habe gerade meinen Kopf um 360 Grad gedreht. Ja, würde ihn echt zwar nicht gehen, wäre ungefähr hier Grenze und hier Grenze. Aber gut, wir können natürlich auch so gucken. Bloß so können wir, okay, wir können uns nicht so komplett drehen. Das haben sie realistisch gemacht, aber es wäre, glaube ich, dann tatsächlich auch zu unangenehm, wenn man sich irgendwie so drehen könnte. Wäre das überhaupt umsetzbar? Na, eigentlich wäre dann die Kamera auf dem Kopf. Gut. So. Ja, das passt. Aber ich darf mich dann fürs Zuschauen für die zweite Folge hier am Mittwoch auch schon wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und auch natürlich weiter so fleißig abonnieren wie bisher. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und wir sehen uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.